Zweiter Punkt, der Grund, dass das Telefonat in den Reihen der Luftwaffe trotzdem mitgeschnitten werden konnte, geht auf einen individuellen Anwendungsfehler zurück. Nicht alle Teilnehmer haben sich an das sichere Einwahlverfahren gehalten, so wie es vorgeschrieben ist. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es bei dem Teilnehmer in Singapur zum Datenabfluss gekommen. Er war über eine nicht autorisierte Verbindung, also damit quasi über eine offene Verbindung dazugeschaltet.